Hallo und willkommen auf MX5 Roadtips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Es sind immer noch Corona-Zeiten und insofern soll es heute nicht um einen Pass gehen, sondern um die Ausrüstung für die Passfahrten, genauer um die Kameras. Anlass ist das Erscheinen einer neuen Action-Kamera, die sehr innovativ ist, und zwar die Insta360 One R. An sich ist dieser Markt für Actioncams nicht besonders innovativ, sieht man mal von der Grundidee ab, eine Fixfotos-Kamera in einen Kasten zu tun, der dann so robust ist, dass man damit tauchen kann oder Skifahren kann oder auf dem Motorrad mitnehmen. Aber große Neuigkeiten gab es dann in den folgenden Jahren kaum. Gut, also insofern die jetzt neue große Innovation kommt nicht von GoPro selbst, sondern von dem Konkurrenten Insta360, einer Firma, die bisher nur 360-Grad-Kameras für professionellen, aber auch für Consumer-Bereich produziert hat, also die 360-Grad-Kameras bezahlbar gemacht hat. Die Idee, die dahinter steht, sie jetzt in eine Actioncam, in Form einer Actioncam zu produzieren, ist die Idee der Wechselobjektive, die es bei Spiegelreflex- und Systemkameras schon immer gibt. Nur ist diese Idee in einer Actioncam natürlich relativ schwierig zu realisieren, ja, denn eine Actioncam soll ja auch einfach zu bedienen sein und sie soll robust sein, was sich mit Wechselobjektiven nur sehr begrenzt realisieren lässt. Also insofern ein wirklich interessanter Versuch, diese Sache für den Actioncam-Markt nutzbar zu machen. Und das 360-Grad-Modul ist in der Tat eine unglaubliche Bereicherung, was man da für Möglichkeiten hat. Gucken Sie rein. Ich glaube, es wird ganz interessant sein, was man damit machen kann mit einem Roadster und einem 360-Grad-Modul. Es gibt inzwischen schon einige Vergleiche zwischen der One R und der GoPro 8. Warum ich trotzdem nochmal einen Test unternehmen will, ist, dass ich glaube, dass der Einsatzzweck der Actioncam durchaus von Wichtigkeit ist, also wo sie für was benutzt werden soll. Und hier bei mir in meinem Fall geht es darum, sie an einem Roadster zu montieren, und zwar dort möglichst an ungemütlicher Stelle, denn je ungemütlicher der Ort, je besser sind die Action-Eindrücke. Etwa hinter dem Vorderrad, wenn man über einen Bergpass fährt, der noch verschneit ist oder bei dem der Schnee taut, so wird die Kamera dann regelmäßig geduscht und das macht natürlich einen actionmäßigen Eindruck, ist aber für die Kamera normalerweise natürlich nicht unbedingt empfehlenswert. Niemand würde eine Spiegelreflex- oder Systemkamera an einem derartigen Ort platzieren. Also geht es zunächst mal darum, wo wird die Actioncam platziert werden, wo wird sie sinnvoll platziert werden und kann die neue One R das Gleiche aushalten, was eine GoPro aushält. Mit den verschiedenen Standorten am Fahrzeug oder Platzierungsorten am Fahrzeug haben die Kameras auch unterschiedliche Aufgaben. Die Kamera auf der Windschutzscheibe ist auf einem Drehteller montiert und sie nimmt auf dem Nufenpass eine Passage auf, die seitlich des Fahrzeugs sich abspielt. Eine zweite Aufgabe dieser Kamera ist es, Spiegelungen einzufangen, sodass die Berge eben nicht nur sichtbar sind, sondern auch sich auf der Motorhaube spiegeln, was ein interessantes Spannungsverhältnis herstellt. Diese Spiegelungsaufgabe hat auch die seitlich montierte Kamera. Die soll nicht nur das Vorderrad filmen, sondern sie soll auch die Berge, die Spiegelung der Berge einfangen. Der dritte Platz ist hinter den Sitzen, um ein bisschen einen Action-Eindruck beim Fahren zu bekommen. Ich setze die Bilder mehrerer Kameras gerne in Form eines Split-Screens im Video ein. Zugleich sieht man ja auch die vordere GoPro,
die auf der Motorhaube platziert ist und oben rechts im Splitscreen ein rückwärtslaufendes Video. Wir haben das so gemacht, dass wir die Frontkamera in beiden Richtungen bergauf haben filmen lassen und dann später diese Bergauffahrt rückwärts mit dem Schnittprogramm hier in den Splitscreen eingefügt haben, sodass man also nach vorne und hinten den Blick hat. Die Aufgabe der Frontkamera ist auch, die Geschwindigkeit zum Ausdruck zu bringen, also den Eindruck von Geschwindigkeit. Deswegen wechsle ich bei den Videos sehr häufig die Geschwindigkeit, mit der die Videos der Frontkamera wiedergegeben werden. So, das waren Ausschnitte von Passfahrten, um mal zu zeigen, wie die Kameras zum Einsatz kommen. Hier nun also die neue Insta One R neben der GoPro, um die Größe zu zeigen. Man sieht, die Insta ist ein bisschen größer geraten als die GoPro, nicht allzu viel, aber ein bisschen schon. Erstaunlicherweise wiegt sie nur 3 Gramm mehr als die GoPro, sie ist also nicht schwerer geworden. Ersichtlich haben beide Kameras Dynamikprobleme. An dem Minarett der Moschee in Konstanz sieht man, die weiße Fläche zeigt keine Differenzierung, sondern sie ist schlicht ausgebrannt. Folgende Kreisverkehr und die anschließende Gegenlichtaufnahme zeigen dagegen, dass die GoPro sehr wohl eine bessere Bildqualität als die Insta erzielt, denn sie hat ein um 20% breiteres Sichtfeld und das Sichtfeld ist im Randbereich eindeutig detaillierter. Keine Schwierigkeiten haben dagegen die Kameras mit dem Lichtwechsel, wenn die Sonne durch die Bäume scheint. Die Reaktionszeiten sind bei beiden vollkommen in Ordnung und hier kann man auch nichts bemängeln. Das ändert sich wiederum, wenn man direkt in die Sonne filmt. Hier sieht man insbesondere in der Szene, wenn der Fahrradfahrer durch die Kamera, also vor die Sonne durch die Kamera fährt, dass die Hero 7 Black doch ein deutlich besseres Bild bietet. Mit Time Warp und Hyperlapse verfügen beide Kameras über durchaus ähnliche automatische Funktionen, Zeitraffer-Videos herzustellen. Dagegen unterscheiden sich die Kameras bei der Herstellung von Zeitlupen-Videos grundsätzlich. Bei der GoPro müssen Zeitlupen-Videos vorab eingestellt werden, was gleichzeitig eine Reduktion der Auflösung bedeutet. Bei der Insta werden Zeitlupenvideos erst von der App oder dem Studio-Programm nachträglich erstellt, also vom Computer errechnet. Dennoch sehen diese Videos in MP4 dann so aus, als wenn sie so aufgenommen worden wären. Ein Video nachträglich in beide Richtungen korrigieren zu können, und zwar beliebig korrigieren zu können, und auch nur phasenweise, das ist natürlich sensationell und eröffnet ganz andere Möglichkeiten als eine vorab notwendige Voreinstellung. Kommen wir nun zu dem Bereich, der wichtigste natürlich des Vergleiches ist, ersetzen 360-Grad-Aufnahmen die 4K-Aufnahmen einer Actioncam. Zunächst mal, um überhaupt einen Eindruck von der 360-Grad-Filmerei zu bekommen, ist hier eine Fahrt mit dem MX-5, mit dem neuen MX-5 aufgenommen worden von mir. Und man sieht, man kann hier innerhalb dieser 360-Grad-Aufnahmen ganz fantastische Kameraschwenks einbauen, die natürlich so mit einer 4K-Kamera nicht möglich werden. Müsste dann einen Drehteller haben, der das mechanisch macht und so. Das ist alles gar nicht so ohne weiteres möglich beim Fahren. Also insofern, wenn man hier nachträglich die Möglichkeit hat, am Schnitttisch diese Schwenks zu fahren, dann ist das natürlich ein fantastischer Vorteil. Ich mache mal kurz eine Pause mit dem Kommentieren. Genießen Sie die 360-Grad-Aufnahmen. Ich komme gleich wieder zurück.
So, jetzt geht es darum, kann man diese Schwenks und kann man diese Eindrücke auch mit 4K erreichen? Ich habe hier mal eine Aufnahme, bei der ich eine Kamera rückwärts und eine vorwärts eingesetzt habe. Man sieht, das ist nicht dasselbe wie ein Action-Eindruck, wie der Schwenk selbst. Also insofern, das kann man schlicht einfach nicht erreichen mit einer Action-Cam. Gut. Aber auch Insta kann nicht zaubern, deswegen jetzt hier eine Gegenüberstellung der Auflösung. Der Junge mit dem Roller dient dazu, zu zeigen, dass die Auflösung einer 4K-Kamera natürlich eine völlig andere ist als die HD-Qualität oder die knappe HD-Qualität einer 360-Grad-Kamera. Das ist auch kann auch nicht anders sein, denn eine 360-Grad-Kamera nimmt eine Kugel auf. Diese Kugel kann man aufschneiden, das zeigt das Demo-Bild, und man kann natürlich in diese Kugel hineinzoomen, um das HD-Bild zu bekommen. Was das auf der anderen Seite einen Gewinn bringt, zeigt das nächste Kurzvideo, bei dem ich die Geschwindigkeit zunächst um das Doppelte erhöht habe, dann in eine Zeitlupe überwechsle und anschließend wieder in die höhere Geschwindigkeit zurückwechsle. Das ist nachträglich so ja nur am Schneidetisch möglich. Und insofern glaube ich, hat die 360-Grad-Kamera hier neue Perspektiven eröffnet, die eine normale Actioncam überhaupt nicht kann. Ein anderer Punkt, auf den ich schon öfter angesprochen wurde, ist der, dass man das Fahrzeug ja nie von außen sieht. Das ist auch schwierig zu machen. Deswegen zunächst mal hier eine Vorbeifahrt mit einer Actioncam. Sie dauert wenige Sekunden und sie ist alles andere, nur nicht actionreich. Man kann das machen mit einem Smartphone, dann wird die Sache schon etwas anders. Das ist extrem aufwendig und zeitaufwendig. Und um für wenige Sekunden eine halbe Stunde Zeit zu investieren, das wird wohl an einem Pass kaum möglich sein. Dagegen der Vergleich mit dem 360-Grad-Video zeigt, und das ist ganz einfach, man stellt die 360-Grad-Kamera auf ein Stativ, fährt vorbei und schneidet dann später die Sache zusammen. Und was das Beste ist, man kann dabei auch den Dolly-Effekt einbauen, der dadurch entsteht, dass das Fahrzeug einem entgegenkommt, man aber gleichzeitig dem Fahrzeug entgegenzoomt. So, am Schluss noch einige 360-Grad-Spielereien. Die Insta wirbt ja auch damit, dass die Kamera eine Drohne ersetzen kann. Nun gut, das kann sie natürlich nicht, aber sie kann ein bisschen den Eindruck erzeugen, dass jemand von außen das Fahrzeug filmt, obwohl es tatsächlich niemand gibt, sondern das Fahrzeug mit einer 360-Grad-Kamera an einer Stange gefilmt wird. Das macht ganz hübsche, skurrile Aufnahmen. Man sieht die Schatten übrigens der Kamera, nicht aber den Stab, an dem sie befestigt ist. Wenn man diese Effekte nicht allzu häufig einsetzt, dann sind sie originell. Setzt man sie häufiger ein, dann werden sie einfach dummes Zeug. Ich schließe die Aufnahme mit einer nochmals verstärkten Version des Dolly-Zooms und am Schluss mit einer 4K-Aufnahme, die eben auch das Fahrzeug von draußen zeigt. Also die ganz normale GoPro ist auf einem Stab platziert und filmt das Fahrzeug von außen. Auch das geht, aber man muss natürlich aufpassen, wo man das macht, wenn die Kamera seitlich aus dem Fahrzeug herausragt. So, fassen wir mal das Fazit der gesehenen Aufnahmen zusammen. Kann man Folgendes sagen. Das 4K-Modul ist erstaunlich gut, wenn auch nicht so gut wie die GoPro, aber bei einem Aufpreis von 20 € ist es müßig, darüber zu diskutieren. Man kann es verwenden, aber selbstverständlich würde ich es nicht extra kaufen und einer GoPro vorziehen. Das sieht bei dem 360-Grad-Modul vollkommen anders aus.
Es hat eine gute Bildqualität, wie ich finde. Die 5,7K bezogen auf die Kugel lassen immer noch eine einigermaßen vertretbare HD-Qualität zu, wenn man auch nicht allzu sehr hineinzoomen kann, aber immerhin. Also dieses Modul, denke ich, ist auf jeden Fall empfehlenswert und dann kann man das 4K-Modul dazu nehmen. Die Kamera scheint doch etwas robuster zu sein, als sie aussieht. Jedenfalls hatte ich keine Schwierigkeiten damit. Die App läuft stabil, die Verbindung wird zum Smartphone gehalten, also da kann man auch nicht viel Kritik dran äußern. Also insgesamt würde ich sagen, dieses Paket, dieses Twin-Paket 4K und 360 Grad ist unbedingt empfehlenswert. Ich hatte gleichzeitig das Leica-Modul bestellt, das ist aber bis jetzt immer noch nicht eingetroffen. Es soll innerhalb der nächsten 14 Tage lieferbar sein. Ich bin da sehr gespannt, wie dieses Modul sich schlagen wird. Es ist exorbitant teuer und ob es sich überhaupt lohnt, dieses Modul anzuschaffen, was möglicherweise gar nicht so sehr viel besser sein wird als die Hero 8, das wird man sehen. Ich bin gespannt und vielleicht sind Sie beim zweiten Teil dann auch wieder dabei. Bis dann.